Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach Verstärkungen für die neue Saison offenbar in der türkischen Süper Lig fündig geworden. Angeblich steht ein australischer WM-Fahrer ganz oben auf dem Einkaufszettel der SGE Aşıkspor, der aktuell bei Bursaspor unter Vertrag steht und bei der laufenden WM-Endrunde bislang jede Minute für die Socceros bestritt, soll das Interesse der Eintracht-Bosse geweckt haben. Das berichtet das türkische Portal bursaspor.org. Der Deal droht demnach allerdings an der Ablösesumme zu scheitern. Bursaspor verlangt angeblich rund 5 Millionen Euro für den 27-jährigen Außenverteidiger, Frankfurt ist lediglich gewillt, 2,5 bis 3 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Aşıkspor ist ein wertvoller Spieler für uns, kommentierte Bursaspor-Coach Samet Aybaba das Gerücht, ergänzte jedoch, wenn ein entsprechendes Gebot kommt, werden wir uns hinsetzen und die Sache besprechen. Der Vertrag des Mannes aus Melbourne läuft im Sommer 2019 aus, will Bursaspor eine Ablöse kassieren, liegt eine baldige Trennung nahe. Neben 25 Länderspielen wartet Behir mit über 130 Spielen im türkischen Profifußball sowie 94 Ligaeinsätzen in seiner australischen Heimat auf.